liebe Leute! Hat die Explosion noch? Fusch. Willkommen zurück. Nicht willkommen zurück. Willkommen zu einer neuen Folge. Knallhart durchgenommen. Jedi Night 2, Jedi Outcast. Ihr merkt es, ich habe gerade schon gesagt, willkommen zu einer weiteren, weil das ist jetzt die letzte Folge, die ich heute aufnehme in einer Session von 4. Insgesamt sind das dann 8 Folgen, also 4 Folgen sind eine Stunde und in Halbstundenparts kommt es ja immer auf den Sender und in die Mediathek. Und jetzt gehen wir gemeinsam die letzte Stunde an, die ich jetzt aufzeichne für heute. Dann werde ich auch mal schlafen gehen. Aber heute macht es richtig Bock und ich bin guter Dinge, wir sind auf dem Dschungelplaneten und ich würde sagen, wir gehen direkt rein in den Fun. Okay, ich habe hier gespeichert. Ich war nämlich gerade auch nochmal ganz kurz auf Twitter oder ein bisschen Social Media gemacht und habe ein bisschen mich entspannt. Und jetzt können wir abgehen. Das gefällt mir schon mal richtig geil. Ganz ehrlich, von der Grafik her ist das echt nicht schlecht für damals. Ich finde schon, dass das eine gute Stimmung macht, auch hier mit dem... Ich bin ja so ein Regen-Fan. Total. Ich mag ja sehr gerne so Regensounds zum Einschlafen. Hab das teilweise auch, höre ich das manchmal sogar so auf YouTube, einfach so Regen, 10 Stunden, 10 Hours of Rain oder sowas. Aber wenn es wirklich regnet, finde ich es richtig geil. Und ich mag immer so Spiele auch, wo es so regnet. Ich fand auch mal bei GTA ist am geilsten, wenn es geregnet hat. Okay, kleine Fun Facts. Was geht bei dem ab? Warum ist der so gut? Der sieht aus wie Halo. Sumpftruppen, das hätte ich mir denken können. Sumpftruppen, danke. Ich habe die Frage gestellt und er hat geantwortet, aber sieht ein bisschen aus wie Halo. Okay. Oder wie der Chief Commander. Commander in er ist ja nochmal bei Halo. Master Chief. Oder? Ey, scheiße. Okay, nicht. Nein. Wir müssen sterben, sorry. Das war ja ein Kontrollpunkt. Wie verrecke ich jetzt am besten? Oh nein. Wie verrecke ich denn jetzt? Ah nein, ich habe doch einen Speicherstand angelegt. Okay, gut. Datenpad können wir eigentlich auch mal gucken, was da eigentlich los ist. Habe ich neue Mächte? Machtsprungstufe 3. 3, 3, 3, 3, 3, 2. Nur noch Lichtschwertwurf fehlt uns für die höchste Stufe. Also kann es nicht mehr lange dauern, würde ich sagen, bis das Level, bis wir durch sind. Das ist jetzt einfach mal meine Logik. Wo ist der? Guck mal, da ist er. Boah, seht ihr den? Der ist getarnt. Guck mal. Ich hab ihn gerade gesehen. Ich brauche ein Disruptor-Gewehr. Da ist er. Da steht er. Guck mal da. Warte mal. Wo ist denn das nochmal? Das sind richtige Schweine, ey. Die sind gut. Das hätte ich mir denken können. Speichern. Den nächsten nehme ich mit Würgegriff. Ich will den... Was passiert da? Okay, ich wollte den eigentlich ersticken. Aber das sah irgendwie ziemlich krass aus. F5. Okay, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich Orientierung nicht verliere. Von da kam ich. Hier geht's weiter. Alles klar. Wo sind die? Ich benutze immer die Würgegriff, falls ihr euch gerade fragt. Aber ich fände es geiler, wenn die auch sterben würden dann. Da, gegen die Wand geknallt, oder? Dann ist er doch tot. Okay, gut. Speichern. Heilen. Immer auf der Suche nach Verstecken, der Donny. Ich weiß, dass es hier weitergeht. Ich wollte nur mal gucken, ob es vielleicht hier... Es sah ein bisschen verdächtig aus hier alles. Ich bin der Versteckmann. Mucke auch wieder geil in diesem Level. Solche Levels liebe ich einfach. Wo nicht alles gleich aussieht, weißt du? Wo nicht irgendwie... Das Schiff war jetzt schon auch geil, aber es... Oh nein! Oh, zwei von denen. Oh nein, verpisst euch. Die mag ich überhaupt nicht, die Typen. Hüpft der auf meinem Kopf rum, oder was? Ja, scheiße. Okay,
Okay. Zwei von denen ist natürlich echt wack. Ja, die muss ich erwischen. Geschwindigkeit. Wo ist er? Wo? Wo ist er denn? Ey, komm. Das war die richtige Idee. Oder ist er schon tot? Ist er tot gewesen, oder was? Hä? Okay, ich dachte eigentlich, der hat nur sein Schwert verloren. Aber auch gut, speichern. Da muss der andere doch noch hier irgendwo sein, oder? Hä, bin ich jetzt komplett blöd? Ja. Und tschüss. Ja, direkter Treffer. Ciao, stirbt nicht. Speicher hier einfach, weil ich habe gerade, glaube ich, dem schon ganz schön viel abgezogen. Versuche ihn nochmal zu greifen. Der ist hartnäckig hier, ey, gerade. Kann ich auch. Ja! Was sind diese grünen Dinger? Seht ihr da unten rechts? Was sind diese grünen Kristalle, die ich da immer aufhebe? Okay, erstmal heilen und speichern. Bis jetzt schlagen wir uns doch ganz gut in diesem Level. Wenn da nicht diese Sumpftruppen wären. Die sind ja nicht so schlimm hier, aber diese grünen Typen, die sind nicht schlecht gewesen am Anfang. Speichern. Okay, jetzt habe ich kurz die Orientierung verloren. Ich glaube, das Level will aber auch, dass man die Orientierung verliert so ein bisschen. Alles ziemlich neblig und... Von da kam ich doch? Oder kam ich von da oben? Nee, ich kam von da, genau, ich muss hier lang. Ich bin da. Oh Mann, okay, die Typen, sorry, die sind mir zu heftig. Heilen. Und speichern. Und Lichtschwert. Oh. Nicht mit einem Jedi, mein Freund. Nice. Keine schlechte Landung. Keine schlechte Landung. Kann man da irgendwie rein oder so? Nicht so aus. Oder doch? Nee, wir verschwenden jetzt hier nicht so viel Zeit. Ja, ich kann nicht, ich komme nicht weiter. Da habe ich doch gerade einen gehört. Ach so. Da. Da ist ein Packer. Ah, hier muss man echt aufpassen, dass man die Orientierung nicht verloren tut. Dass man die Orientierung nicht verloren tut. Na, bist aber auch kein Deutscher, wa? Bist aber auch ein Ausländer, oder was? Ja, das ist ja ganz verfeinert. Das haben wir gerne.
Gerade in Berlin haben wir das ganz gerne noch. Okay, speichern mal. Muss ich jetzt doch irgendwie versuchen, in das Schiff reinzukommen, oder was? Ja, naja. Ist nicht so einfach. Oh, der war knapp. Ich glaube aber nicht, dass ich irgendwie hier hin soll, ehrlich gesagt. Ja, nein, das ist nicht. Ich soll nicht da so rumhüpfen, glaube ich. Ich muss irgendwie. Ja, das ist nix. Okay, hier ging's doch weiter. Hier war rechts ein Sumpftruppler. Ist das jetzt da lang oder was? Nee. Da geht's auch nicht lang. Oh, nee. Es ist soweit. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Vielleicht hier lang kam ich daher. Ich weiß es gerade ja nicht. Ich gehe einfach mal hier langer, wie auf dem Kuhdamm. Nee, von hier kam ich auf jeden. Und jetzt das Schiff. Da links war ich schon. Was meint ihr? Muss ich in dieses Schiff rein? Irgendwie doch vielleicht? Ich speichere mal. Ich darf nicht im Wasser landen. Nein, da ist doch. Nein, da gibt's da gar keinen Eingang. Was ist denn hier unten? Bin ich da irgendwie von unten so? Verliere ich eigentlich Energie, wenn ich irgendwie unter Wasser bin? Oder ist das so Jedi-Style, da passiert nichts? Nee, denen passiert ja auch was. Bei Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker haben ja auch bei Episode 1, wo sie unter dem, wie heißt nochmal das Volk von Jar Jar Binks? Da, die unter dem, die wohnen doch in diesem See drin und da haben die auch diese Dinger zum Atmen. Das heißt, Jedis können auch nicht unter Wasser atmen. Aha. Ja, ein Stück Kekse war gut. Was sagt denn der Chat? Habe ich gar nicht. Wenn ich jetzt in den Chat gucken würde, dann wäre der Chat für irgendwas, was gerade auf dem Sender läuft. Wahrscheinlich irgendwie Game Plus, New Game Plus. Gut, dass ich den Namen richtig gesagt habe. Ey. Das wäre ja wieder was gewesen. Ey. Die eigenen Mitarbeiter kennen die Sendenamen ja nicht. Das geht ja nicht. Das können wir nicht machen. Okay, ja, also nochmal. Also ich bin wieder am Labern. Ihr wisst, wenn ich so viel laber und irgendwelche dumme Akzente nachmache und sowas, dann will ich eigentlich nur davon ablenken, dass ich keinen Plan habe, wie es weitergeht. Ich kam von hier. Ja, ja, I know. Aber habe ich hier irgendwas übersehen oder so? Hier habe ich die beiden Jedis vernichtet. Nein, hier geht's nicht lang so. Ich kam von hier. Da ist ein Baum. Dann habe ich später erst gemerkt, dass es da rechts um die Ecke weitergeht. Von da kam ich ja gerade. Aber ich gucke mich hier nochmal kurz um. Ich sehe das alles zum ersten Mal hier. Ich gehe ein bisschen schwimmen. Hier ist nichts. Außer... Kacke. Ist hier was unter Wasser? Auch nicht. Kommt wieder dieses Raumschiff. Nee, ich bin gerade falsch abgewogen, ne? Ich laufe gerade ganz zurück. Ich
hab's noch gesagt, bei diesem Level muss man aufpassen, dass man die Orientierung nicht verliert. Und ich habe sie gerade in diesem Moment verloren, kurz. Hier waren die beiden unsichtbaren Jedis. Oder Sith-Schweine. Gegner halt. So, und ich muss hier um die Ecke. Da muss ich hin, genau. Dann kommt das Raumschiff, was da schlecht gelandet ist, was Kyle Katarn so schlagfertig und hämisch kommentiert hat, weil es natürlich das Imperium ist und da kann man auch drüber lachen, wenn die eine Bruchlandung machen und sterben. Hahaha. Keine schlechte Landung. Also nochmal Augen auf hier. Nochmal richtig Augen auf. Mich macht stutzig, dass genau hier ein Sturmtruppler war. Kann ich irgendwo klettern oder so? Ist vielleicht hier unter Wasser irgendwas? Geht's da durch? Nice, okay. Hallo. Hallo. Wo ist denn mein Schwert? Oh, scheiße, mein Schwert habe ich fallen lassen. Und ich habe keine Munition. Okay, das war der größte Fail ever. Wo ist mein Schwert? Da. Ey, sorry, aber ich habe ganz normal das Schwert geworfen und es ist einfach mir aus der Hand gefallen. Ja, ich weiß, ich kommentiere es gerne jedes Mal, wenn ich es schwer fand, aber das war jetzt ja schon auch wieder schwer, dies da zu finden. Schwert schon wieder aus der Hand gedingst. Geh weg! Sumpfschweine. Wo kam ich denn jetzt wieder her? Da, ne? So, hier war der Typ. Muss echt aufpassen, hier nicht die Orientierung zu verlieren. Dann geht's doch bestimmt hier lang. Nee. Ist hier nix? Doch. Muss man so klettern oder was? Boah, es ist echt schwer. Nicht zu. Okay. Ja, okay, weil die Munition aufgebraucht war, hat automatisch auf die Waffe gewechselt. Das hatte ich so nicht geplant. Ich speichere trotzdem und heile mich ein bisschen. Und hüpf hier mal. Geht vielleicht, verliert man vielleicht immer das Schwert, wenn man es ins Wasser wirft? Als ob man da nicht sterben würde. Okay, hier ist auch eine Menge los. Ich weiß, ich müsste da auch noch schauen, aber ich guck mal hier noch. Dann dreh mal hier eine Runde. Oder auch nicht, vielleicht gehe ich auch einfach mal direkt weiter jetzt hier. Dauert nicht alles zu lang. Ach, so eine Verschwendung, ey. Dann so einen auspacken, ey. Halt so schieß halt. Okay, Grafikfehler. Nirgendwo Munition mehr, ey. Speichern. Wie nice war das bitte? Ich habe den da in der Luft mit einem Würgegriff rausgezogen. Dude. Der chillt erstmal da noch eine Runde. Sumpftruppen sind bis jetzt der stärkste Gegner von den normalen Gegnern, finde ich.
Ist der tot? Ja, was? Wieso hat er die Hände so hoch? Hä? Der ist schon tot, oder? Seltsam. Okay, oh, es ist echt irgendwie dieses Level. Es macht einen so ein bisschen verrückt. Oh oh. Nein, nicht so einer. Ja. Der will mich hier rauslocken. Komm hier, komm hier, komm. Kämpfe hier, Mann. Wo, wo, wo? Wo bist du, Schweinebacke? Ich krieg den nicht weggestoßen. Jetzt hab ich dich. Alter, jetzt hab ich dich aber. Ey, wie viel Energie hat der? Ey, wenn der mich jetzt killt. Speichern. Gar keinen Bock, ich hab den schon so oft getroffen, das mach ich nicht nochmal. Jetzt aber bitte. Alter, ich hab den echt übelst oft getroffen, oder? Achso, scheiße. Ich wollte eigentlich heilen. So, ich gehe hier aber nochmal rein. Was war denn hier drin, dass der das beschützt hat? Nachtsichtgerät oder was? Klassiker. Noch einer. Oh, scheiße. Scheiße. Schon wieder dreimal getroffen. Ich speichere nochmal. Also, ich habe nicht gespeichert, sondern so einen Gedankentrick gemacht. Aber hey, ja, ich sammle weiter fleißig diese grünen Kristalle, von denen ich überhaupt nicht weiß, was sie machen oder was sie sind. Da also auch gerne diese Frage, kann man ruhig beantworten, wenn das einer weiß von euch. Entweder als Kommentar unter dem Video oder im Forum bei rockabilly.tv. Okay, ich habe das Gefühl, ich habe ziemlich viel übersprungen hier in diesem Level. Ich laufe hier so ein bisschen schnell durch. Normalerweise schaue ich mir alles immer an, aber jetzt habe ich gerade irgendwie keinen Bock. Ey, Schwertkampf unter Wasser ist einfach nicht geil. Oh, echt, ey. Speichern. Heilen. Schwert. Okay, war ich hier nicht schon? Boah, mega viele. Bin ich hier in Deckung? Hey, war der Kämpfen da an? Habe ich da Kumpels? Neu gruppiert. Ja, sieht gut so aus. Das ist ein Kumpel von mir. Auch scheiße, hätte ich vielleicht ein bisschen retten können. Ha. Wie sieht man so schlecht? Oh, ich bin gleich tot. Schnell mal laden, heilen, wenn ich... Oh, da ist noch einer. Scheiße, Alter. Alter, ich versag gerade so hart. Das war einfach dumm. Okay, warte, wir müssen es jetzt mal hier ein bisschen... Ich helfe dem jetzt diesmal, oder stirbt er eh? Ach scheiße, ich habe mein Schwert wieder verloren. Oh Mann. Also, jetzt habe ich es aber raus. Also man darf auf jeden Fall das Schwert nicht ins Wasser schmeißen. Es bleibt dann hängen. Jetzt weiß ich das sicher. Ich frage mich gerade, welche Waffe ich am besten eigentlich gebrauchen kann jetzt für diese Stelle. Da habe ich 400.
Mit denen schießen, mit der Waffe schießen die auch, ne? Also. Scheiße, ey, das ist gar nicht so einfach, die Stelle. Ah, scheiße, ich wollte eigentlich heilen. Ach, komm, jetzt lass mich nicht. Oh, lass mich in Ruhe. Geh hoch. Ich komm nicht mehr hoch gerade. Ich komm nicht mehr hoch. Hüpfen. Oh Mann, ich muss nochmal laden. Schreckert, komm, setz dich die letzten Minuten dazu. Nee, ich habe jetzt aber gleich Werbung, 40 Sekunden. Dann kannst du auch. Entweder sagst du jetzt vor der Werbung, hallo. Guck mal, wer dazukommt hier. Guck mal hier. Hallo. Der Schreckert ist da. So, ich glaube, wir machen direkt Werbung. Ich komme hier nicht mehr hoch, Schreckert. Du bist der allererste, der mal sich dazusetzt übrigens, ne? Echt jetzt? Ja. Okay, alles klar. Ach, wir sind ja gar nicht mehr drauf. Wir machen jetzt ein kleines bisschen Werbung. Danach geht's weiter. Eventuell ist dann Schröckert sitzt da noch neben mir. Und dann geht's weiter. Bis gleich. Möge die Macht mit euch sein und auch mit Daniel. Tschüss.